Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Connys Küche. Ich bin die Conny und das ist meine Küche. Ich möchte heute mit euch eine Käse-Lauchsuppe kochen. Manche sagen auch Porree-Käsesuppe oder Käse-Lauch-Hackfleischsuppe, ganz egal, ihr wisst, was ich meine. Wird gerne bei Partys genommen oder auch einfach so. Mal im Winter, weil es sehr sättigend ist. Auf jeden Fall mache ich das jetzt mit meiner Kenwood. Die ist dafür einfach super gedacht. Für die Käselauchsuppe oder Hackfleischkäsesuppe brauchen wir Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Porree, Öl zum Anbraten, dann Gemüsebrühe. Da habe ich halt die eigene gemachte Gemüsepaste. Deswegen steht hier nur Wasser. Da gibt es ja auch ein Video von mir. Dann hinterher noch Sahne und Käse, aber das wird erst zum Schluss. Als erstes bringen wir mal unser Kochrührelement an. So, und unsere Rührhilfe. Irgendwann habe ich es mit den Begriffen auch noch raus, aber wie gesagt. So, Topf ist auch fest. Jetzt noch das ganze Öl dazu. So. Und jetzt stellen wir unsere Maschine auf 140 Grad. Halt, stopp, das war zu viel. 140. Und lassen es einfach eben ein bisschen warm werden. Ihr wisst ja, es geht in dieser Maschine ziemlich schnell. Und dann fügen wir, wenn das heiß ist, die Zwiebeln dazu und den Knoblauch. So. Ja. So, Moment muss es doch. Es hat nicht gezischt. Aber jetzt kommt es. Jetzt wird es heiß, jetzt schlägt es Blasen. Also, Zwiebeln. Jetzt hört man es, jetzt ist es heiß. So. Und Knoblauch. So, jetzt stellen wir das Ganze auf Intervall. Na, ich würde sagen, ohne Intervall beim Anbraten, einfach damit nichts passiert. So, jetzt bringen wir noch unseren Spritzschutz an. Und jetzt lassen wir das Ganze so circa 2-2,5 Minuten glasig dünsten. So, die 2,5 Minuten sind um und jetzt fügen wir den ganzen unser Hackfleisch hinzu. Ich mache das mal, ich glaube, in Etappen. Es geht. Zum Glück ist ein Spritzschutz vor. So. Und die Öffnung ist wunderbar groß. So. Und das war's schon mit dem Hackfleisch. Jetzt lassen wir das Ganze zusammen nochmal schwitzen, bis das Hackfleisch krümelig ist. Und da werde ich euch dann hinterher sagen, wie lange das gedauert hat. So, das Hackfleisch ist nach ungefähr 4 bis 5 Minuten krümelig geworden. Und jetzt fügen wir die nächste Zutat dazu. Das wäre einmal Gemüsebrühe, in meinem Fall halt das Wasser. So. Und die Gemüsepaste. Wie gesagt, ihr könnt auch fertige Gemüsebrühe nehmen, ganz wie es euch beliebt. Dann haben wir noch den Lauch, müssen wir noch dazugeben. Moment. Das Isopsala. Das ist eine kleine Menge. Falls ich jetzt unordentlich gearbeitet habe, seht es mir nach. Ich schmeiß das alles gleich noch damit rein. So, Lauffond, dann noch ein bisschen Pfeffer, Muskatnuss und Salz. Mit dem Salz warte ich jetzt ein bisschen zum Abschmecken, weil halt die selbstgemachte Gemüsepaste doch ein bisschen salzig ist. Und bevor mir die Suppe dann zu salzig ist, warte ich lieber ab und schmecke es hinterher nochmal ab. Dieses Ganze, na, sieht aber sehr unordentlich aus. So, dieses Ganze stellen wir jetzt auf 95 Grad runter. Rührintervall 3. Das heißt, alle 20 Minuten rührt er dann um. So.
und das Ganze für 15 Minuten. Na? 15 Minuten, so Rührintervall 3, genau. 95 Grad ist alles bestätigt, das heißt, in der Zeit gehe ich jetzt hin, decke den Tisch oder richte mich, falls Besuch kommt, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 15 Minuten sind rum, das heißt, jetzt fügen wir unsere restlichen Zutaten zu. Das ist ja nicht mehr viel, das ist unsere Sahne und natürlich unser Schmelzkäse. Ich hoffe, ich kriege den alles aus der Tasse raus. So. Also, ich kann schon mal zuschütten, sind nur noch 7 Minuten. Das war die Sahne. Was ihr jetzt machen könnt, wir können es ein bisschen mit Wasser ausspülen, dass auch wirklich alles rauskommt. So. Und jetzt noch den Käse. Das ist doch ein schönes Winterabendgericht, wenn ein kalt ist, wenn ihr Besuch bekommt, wird auch jeder satt von. So, Käse ist auch drin. Jetzt stellen wir das Ganze, bleibt natürlich auf 95 Grad. Übrigens bei den Kochen jetzt mit dem Lauch einfach zwischendurch mal mit einem Spatel gucken, ob man ein bisschen runterschieben muss vom Rand wegen dem Lauch. Er bleibt auch gerne an den Rührhaken hängen. So, da machen wir Intervall 3, lassen wir und das Ganze nochmal für 5 Minuten. Und ja, dann müsste die Suppe bald fertig sein. Ich glaube, ich habe es wieder nicht angestellt. So, jetzt läuft es wieder. Ihr habt ja gesehen, ich habe in der Zwischenzeit aufgeräumt. Das ist halt der Vorteil. Ich brauche nicht in den Topf gucken und auf die Suppe aufpassen. Und habe auch den Tisch gedeckt. Ich decke ja gerne den Tisch und gebe den Gästen eine nette Botschaft. Da habe ich euch mal so Servietten gezeigt. Das ist einmal diese Serviette. Wo die Liebe deckt, schmeckt das Essen am besten. Finde ich sehr schön. Freut sich jeder Gast, hat er gleich ein Lächeln auf dem Lippen. Und es ist was Wahres dran. Und natürlich auch, das Kochen spielt auch eine Rolle. Und welche auch gerne genommen werden von mir. Schön, dass du da bist. Freut sich da nicht jeder drüber, der sich an den Tisch setzt und liest so eine Botschaft. Ich finde es schön. Und deswegen hole ich mir auch immer mal wieder andere Servietten mit den Texten und gucke, was es sonst Schönes gibt. Vielleicht zeige ich euch zwischendurch auch mal noch andere. Wie gesagt, jetzt lassen wir das Ganze noch kochen. Das dauert noch über 3 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, die Suppe ist jetzt gleich fertig. Ich habe die letzten 2 Minuten habe ich es einfach noch mal auf 140 Grad gestellt, damit die Suppe noch ein bisschen Dampf unter den Hintern kriegt, wie man so schön sagt. Und jetzt ist sie fertig. So, das machen wir mal hoch. Jetzt müssen wir nur hier noch, der Lauch, der verhängt sich natürlich gerne da drin. Da müsst ihr mal zwischendurch auch drauf achten, das einfach ein bisschen abstreifen. Das ist aber nichts. So, sie sieht sehr schön aus. Das Einzige, was ihr jetzt halt machen müsst, und das ist halt wirklich euer Geschmack, nachgerichtet noch mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss abschmecken. Ich werde es jetzt einfach mal anfüllen, anrichten und probieren. So. Seht ihr? Sehr schöne Suppe mit den Grün des Porris und mit den Gehackten. Ich nehme jetzt nur ein bisschen von der Flüssigkeit einfach zum Abschmecken. Und ich wette, es ist bestimmt heiß, also lieber pusten. Hm. Hm. Ja, schmeckt schon sehr gut. Allerdings muss ich es jetzt auch noch abschmecken. Ich richte euch dann wieder einen schönen Teller an fürs Foto. Und wie gesagt, viel Spaß beim Nachkochen, geht wirklich easy mit dem Pott. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. Eure Conny, und wenn ihr Spaß habt, gebt mir einen Like. Bis dann, tschüss.